Hallo ihr Lieben! Nach dem letzten Video, wo wir die Blumen koloriert haben, kamen ziemlich viele Rückfragen. Wie kolorierst du denn Figuren zum Beispiel? Und daher habe ich mich dafür entschieden, jetzt nicht nochmal Blumen zu aquarellieren, sondern euch zu zeigen, wie ihr andere Stempelabdrücke, also zum Beispiel diese schönen Tierchen aus dem Set Better Together von My Favorite Things, kolorieren könnt mit den Karin Markers. Dafür habe ich mir zurechtgestellt ein Glas mit Wasser, ein Ceva, dünne Pinsel, weil ja die Motive doch relativ klein sind, ein paar Stifte und wieder eine Mischpalette hier in Form von einem Keramikteller. Ihr könnt natürlich auch eine Folie verwenden oder ja, wirklich eine Mischpalette, irgendwas, was glatt ist, ein bisschen Glas oder wenn ihr eine Glasunterlage habt, könnt ihr es auch da super machen. Und ja, dann starten wir einfach mal. Und zwar würde ich gerne starten mit den beiden Bäumchen hier, weil ich euch das Grundprinzip an einer einfachen Form mal erklären möchte. Ich habe mir jetzt zwei Grüntöne rausgesucht, einmal das Lush Green und das Olive Green. Und ja, habe mir hier auch schon von dem Olive Green was aufgebracht auf meine Palette. Und das mache ich mit dem Lush Green auch, denn dann habe ich was im in der Hinterhand, wenn ich nochmal ein bisschen Farbe nachgeben möchte. Was ich als erstes mache, damit ich keine unschönen Trocknungsränder kriege, ist, dass ich einmal komplett über das Motiv mit klarem Wasser drüber gehe. Die Motive habe ich mit dem Rosa Fine Clair, mit meinem normalen schwarzen Stempelkissen gestempelt und klar embossed. Ihr könnt das natürlich auch ohne Embossen machen, nur da ich jetzt hier relativ schnell arbeiten möchte, ja, ist es schöner, wenn die Felder untereinander abgegrenzt sind, weil dann haben wir keine Trocknungszeiten zwischendurch. Ich überlege mir immer, von wo kommt die Sonne. Ich denke mir jetzt, von hier kommt die Lichtquelle. Und gehe mit der dunkelsten Farbe quasi dann unten rechts rein. Das könnt ihr einmal direkt mit dem Stift auch machen. Und dann nehme ich mir mein Pinselchen und verstreiche das schön. Und nehme mir dann auch vielleicht noch ein bisschen, wasche mir den aus. Und gehe mir dann nochmal von oben mit dem Wasser hier rein und verblende eben die Farbe ins Hellere rein. Das ist so die Variante, wie man mit einer Farbe schon ganz schöne Effekte erzielen kann. So, wenn es mir jetzt hier unten zu hell ist, würde ich halt nochmal ein bisschen Farbe von der Palette aufnehmen und gehe einfach nochmal da, wo ich es richtig, richtig dunkel haben möchte, rein mit der Farbe. Und das blendet sich automatisch dann in die andere Farbe rein. Auch hier den Stamm mache ich richtig, richtig schön dunkel und kann dann eben mit einer Farbe schon ja, einen ganz guten Effekt erzielen. Bei dem größeren Bäumchen zeige ich euch jetzt, wie ich das mit zwei Farben mache. Auch da gehe ich mit etwas Wasser erstmal das Motiv entlang. Und dann möchte ich gerne hier unten das dunklere Lush Green haben. Und gebe mir da einfach so ein paar Tupfen rein. Also es verteilt sich, wie ihr seht, schon ganz gut von selber. Und oben möchte ich es in diesem Olive Green haben. So, tun wir da ein bisschen auch rein. Und dann verblende ich das ineinander. Das ist halt so meine Art, wie ich es mache. Ihr könnt es natürlich auch auf andere Art und Weisen machen, ob man jetzt vorher unbedingt nass machen muss oder nicht. Das könnt ihr für euch mal ausprobieren. Ich habe festgestellt, wenn ich es vorher nicht nass mache, dann verlaufen auch die Farben aus den Stiften halt nicht so schön. Ne? Ich zeige euch mal ein Beispiel von meinen Probesachen. Hier bei dem Bären habe ich es halt nicht vorher nass gemacht und ihr seht, die Farben laufen ganz komisch ineinander und es gibt Trocknungsränder. Deswegen am besten die Fläche, die ihr kolorieren wollt, vorher nass machen. Und so sehen jetzt die Bäumchen aus. Na, da ist eben mit einer Farbe gearbeitet, hier mit zweien. Ich finde sie beide ganz schön. Machen wir weiter mit dem Häschen hier unten. Da möchte ich euch eben diese Variante mit einer Farbe zeigen. Und zwar habe ich mir, also auch zeigen, dass man gar nicht so viele Farben braucht.
Praline rausgesucht. Das ist so ein hellerer Braunton. Und für ein paar rosa Akzente das Pale Pink. Und für zum Beispiel die Nase das Schwarze. Was man auch noch mit dazu nehmen kann, ist für die Ohren, für das Innere der Ohren, ein Rosewood. Das ist ein ganz, ganz helles Braun. Aber auch das würde man mit dem Praline ganz gut hinkriegen. Und wie vorhin auch, mache ich mir die Fläche, die ich als erstes kolorieren möchte, erstmal ein bisschen feucht. Guck auch immer noch mal von der Seite, ob es mir feucht genug ist. Das Schöne ist ja an dem Embossen, ne? Man kann ja auch mit dem Wasser mal drüber malen, da gehen die Stifte dann trotzdem nicht rein. Und auch hier entscheide ich mich wieder dafür, dass das Licht von hier scheint. Und das heißt, ich gehe jetzt mit meinem Braunton, oh entschuldigt, hier rein, mache mir auch ein bisschen auf die Palette drauf und sage dann, hier unten sind die dunkelsten Stellen, da möchte ich jetzt gerne das auch am dunkelsten haben. Und auch an den Öhrchen mache ich ein bisschen was dunkler und kann mir das dann eben schön verblenden. Gehe mir halt über die Stifte rüber, über die Farbe, die ich aufgetragen habe, und nehme mir die mit und kann dann eben nach oben hin immer ein bisschen heller werden, auch hier in den Öhrchen. Da kann ich mir auch meinen ganz kleinen Pinsel mal einmal schnappen, damit ich hier in die Ecken reinkomme. Und für das andere Ohr nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen Farbe von der Palette auf, weil das ist ja eigentlich hier oben ganz, ganz hell. Da will ich nicht unbedingt mit dem Stift reingehen. Und wo es mir noch nicht dunkel genug ist oder zu wenig Farbe ist, ist mir jetzt noch ein bisschen zu farblos, sage ich jetzt mal, nehme ich mir einfach immer noch ein bisschen was von der Palette auf. Und ja, gehe mir da nochmal drüber. Da kann man dann halt so lange spielen, bis es einem gefällt. So. Ich glaube, so passt mir das. Hier oben vielleicht noch ein bisschen mehr Farbe. So, und dann mache ich den Bauch vom Hasi. Auch da gehe ich mir erst einmal mit Wasser drüber. Und ich könnte, wenn ich wollte, halt jetzt auch die Füße oder die Beine von dem Hasi in einem anderen mit einem helleren Farbton machen. Ich mache es aber so, dass ich eben jetzt komplett von der Palette mal arbeite. Auch das ist natürlich möglich. Ihr müsst nicht unbedingt mit den Stiften malen und mir da einen Grundbraun mache und mir dann eben von der Palette immer noch ein bisschen mehr Farbe aufnehme. Und mir das dann dahin tupfe, wo ich es dunkler haben möchte. Also hier unten rechts zum Beispiel, einmal unterm Hals. Und da das Ganze noch feucht ist, ihr müsst darauf achten, dass die Fläche, wo ihr arbeitet, noch feucht ist, verläuft das auch von alleine ganz schön ineinander. Und die Füße lasse ich jetzt einfach so mit dem ersten Anstrich, wie sie waren. Da kann ich natürlich ganz unten noch so ein Fitzelchen dunkler machen, weil da stehen die ja auf dem Boden, das ist ja am dunkelsten, aber ja, ne, so hat man halt einen ganz guten Blending-Verlauf. Für die Ohren nehme ich jetzt mal das Rosewood, also die hellere Farbe, und gehe da einfach mit dem Pinsel in diese kleinen Stellen rein. Da mache ich jetzt auch nicht viel Blending oder so. So, und dann habe ich das mit den Ohren erledigt. Jetzt habe ich natürlich die rosa Bäckchen vergessen. Die solltet ihr auch machen, wenn es noch nass ist, weil sonst läuft es nicht so schön ineinander und es gibt wieder Trocknungsränder. Also lasse ich die Bäckchen jetzt einfach mal weg und sage, die Nase soll schwarz werden. Da gehe ich dann einfach direkt mit dem Stift auf die getrocknete Nase. Und dann habe ich das schön dunkelschwarz. Für den Fuchs habe ich mir ein paar mehr Farben rausgesucht, weil da möchte ich auch mit zwei Farben quasi die Schattierung machen. Für den Körper an sich nehme ich in dem Fall Copper Brown. Das ist so ein
mit ein bisschen Rotanteil und Orange Red, das ist so ein richtig knalliges Orange, aber auch ein bisschen dunkler, nicht allzu hell. Für den Bauch nehme ich mir wieder das Rosewood, das wir hier für die Ohren auch schon verwendet haben. Ich hoffe, ich denke diesmal an die rosa Bäckchen mit dem Pale Pink. Und für den Schal nehme ich ganz zum Schluss noch zwei Türkistöne. Einmal Cool Aqua, der ist heller, und einmal Turquoise. Turquoise, ja, wie auch immer, der ist ein bisschen dunkler. Und dann gehe ich eben wieder mit meinem Pinsel und ein bisschen Wasser ran und mache mir die Flächen, die ich als erstes kolorieren möchte, ein bisschen nass. Ich fange jetzt wieder mit dem Kopf an. Und dann möchte ich hier unten natürlich, ne, das Licht kommt wieder von oben rechts, hier unten ein bisschen eine dunklere Schattierung haben an der Nase und dann ins Orange mehr rübergehen. Dafür mache ich mir das hier unten hin und blende das einfach nach oben hin aus. Ihr seht, hier habe ich es weiß gelassen. Ich gehe jetzt einfach nochmal, oh, jetzt habe ich ein bisschen viel Wasser hier, einfach nochmal über die Farben drüber. Und blende sie dann eben ineinander aus. Und werde hier oben eben ganz hell. Machen wir auch noch ein bisschen über die Öhrchen. So, und wenn mir das nicht dunkel genug ist, nehme ich wieder meine Palette her und bringe mir die beiden Farben auf. Und kann dann eben sagen, ich mache noch ein bisschen Braun hier unten rein. Und blende mir das aus. Und dann spritze ich alles voll. Und dann nehme ich mir das Orange und gehe eben auch noch mal hier so ein bisschen hinterher. Und blende mir das auch wieder aus. Und ich möchte auch hier am Schal ein bisschen Braun noch haben, weil der Schal ist ja drüber. So, und wenn man sagt, oh, jetzt ist mir ein bisschen zu viel Farbe drauf gekommen, wäscht man sich den Pinsel aus und macht den ziemlich, ziemlich trocken auf dem Zebra und kann dann eben auch ein bisschen noch Farbe abnehmen. Aber grundsätzlich muss man halt sagen, besser erst weniger Farbe und dann nachtragen, weil ihr könnt hier ja nochmal drüber arbeiten auch, wenn es nach dem Trocknen zum Beispiel euch zu hell ist oder so. Als dass ihr Farbe abnehmen müsst, denn das ist immer schwieriger als aufbringen. So. Das gleiche mache ich jetzt auch einmal an dem Körper. Dann nehmen wir die Arme direkt mit. Den mache ich mir jetzt auch einmal mit klarem Wasser nass. Oder ja, feucht. Und dann gehe ich, wenn ich möchte, mit dem Stift rein. Ich habe hier aber noch so viel Farbe auf der Palette. Ich gehe einfach direkt mit der Palettenfarbe rein. Die Beine mache ich ein bisschen dunkler in Braun. Das rechte, weil es weiter von der Lichtquelle entfernt ist, ein bisschen dunkler als das linke. Auch hier den Arm, den rechten mache ich ein bisschen dunkler. Und hier, wo der Schal drüber liegt und einen Schatten wirft. Und dann gehe ich in das Orange und fülle mir die Flächen, die ich jetzt noch nicht angemalt habe, einfach aus und ziehe mir das so, dass ich eben ja, die dunkelsten Stellen auch da, wo ich sie mir vorher eingeplant habe. Und wenn euch das noch zu hell ist, ich nehme jetzt noch mal ein bisschen von dem Braun dazu, dann geht man einfach noch mal rein und tupft ein bisschen. Das verläuft ja auch von selber ganz schön, ne? Also so, hier auch noch ein bisschen dunkler. Bis man eben so ein bisschen zufrieden ist. Jetzt mache ich die Übergänge noch mal ein bisschen. Gehe ich einfach noch mal mit klarem Wasser drüber. Ja, und so gefällt mir das schon ganz gut. Beim Bauch mache ich es ähnlich.
Auch da mache ich mir Wasser rein. Und ihr seht, hier habe ich ein bisschen drüber gemalt. Da könnt ihr auch dann mit Wasser rein und das Ganze mit einem Zewa so ein bisschen abtupfen. Dann ist die Farbe auch wieder weg, wo man ein bisschen drüber gemalt hat. Wenn es schon trocken ist, geht das natürlich schlechter. Dann würde ich euch empfehlen, einfach mit einem weißen Geliner drüber. Läuft auch, ne? Dann ist es auch ein bisschen kaschiert. Da mache ich mir jetzt einfach ein paar Stupsen von dem Rosewood rein und ja, verteile mir das so ein bisschen. Hier unten, wo es dunkler ist, mache ich es ein bisschen dunkler. Dann nehme ich mir nochmal die andere Seite von der Palette, wo ich noch ein bisschen Rosewood habe und sprenkle mir da wieder ein bisschen was rein, da wo ich es eben dunkler haben möchte. Und so hat man eben auch einen Farbverlauf mit zwei Farben ganz gut hingekriegt. Ne? Also Orange und dieses dunklere Rot, dieses dunklere oder rotbraun, kupferfarbene, das passt ganz gut. Und hier mache ich tatsächlich die Öhrchen mit dem Pale Pink, ein bisschen rosa von innen. Dafür lehme ich mir das auf die Palette, weil ich will es nicht so ganz krass haben. Und gehe mir da rein. Die Nase beim Fuchs mache ich auch wieder in schwarz. Ihr müsst übrigens nicht unbedingt die Karin-Marker dafür nehmen, was ich auch ganz gerne mache bei so Nasen oder auch um Augen nochmal hervorzuheben, wenn sie jetzt nicht embossed sind, ist zum Beispiel mit einem Glitzer schwarzen G-Liner da reinzugehen. Dann hat man das auch. Für den Schal nehme ich auch die Farbe direkt von der Palette. Da bringe ich mir eben die zwei Türkistöne auf. Weil das so ganz kleine Flächen sind, mache ich da jetzt auch nicht viel mit Schattierung oder so. Nimm mir halt den dünnen Pinsel und mache mir den relativ trocken. Nimm mir die Farbe auf und gehe eben hier in die einzelnen Partien einfach rein und bringe mir so die Farbe auf. Weil das finde ich mit dem kleinen Pinsel noch einfacher als jetzt direkt mit den Stiften. Da hat man noch eine etwas kleinere Spitze. Und dann mache ich das gleiche mit dem hellen Farbton. Auch da eben ziemlich trocken die Farbe aufnehmen. Und durch die kleine Pinselspitze hat man eben die passende Kontrolle, um auch so kleine Abteilungen ganz gut auszumalen. Den Waschbär habe ich mir auch nochmal rausgesucht. Und zwar, weil, ich räume einmal die Stifte um. Diese Grautöne ist mir aufgefallen, als ich hier meine Farbpalette gemacht habe, lassen sich nicht so gut verblenden wie die anderen Töne. Deswegen nehme ich hier wirklich auch die drei Farben und mache mir damit die Grauschattierungen rein und ja, blende die so ein bisschen auch mit Wasser ineinander und die lassen sich wirklich nicht so gut blenden wie die anderen Farben. Ich habe mir jetzt das Warm Gray rausgesucht, 1, 2, 3. Wobei 3 das dunkelste ist und 1 das hellste. Und würde damit jetzt den Waschbären einmal kolorieren. Fange wieder mit dem Kopf an, mit der größten Fläche, die ich zum Kolorieren habe und mache mir das vorher ein bisschen feucht. So. Und der Kopf ist ja innen drin ziemlich dunkel, deswegen fange ich mit dem Warm Gray 3 an und tupfe mir das wirklich hier an die Stellen, die am dunkelsten sind, wieder mit unserer Lichtquelle von oben rechts rein. Und dann verblende ich mir das, so gut es geht. Also ihr seht, die Farbe lässt sich echt schwerer anlösen, als die anderen Farben es getan haben. So, und dann mache ich das Warm Gray 2 nochmal so als Abstufung rein. Und wenn man es halt vorher gar nicht nass macht, die Felder, dann lassen die sich noch schlechter blenden. Also da ist wirklich essentiell, das nass zu machen. Bei den anderen Farben kriegt ihr, wenn ihr es vorher trocken habt, das Papier, finde ich, nicht so schöne Abstufungen hin. Aber hier mit den zwei Farben geht das auch ganz gut, ne? Also da habe ich auch mit zwei Grautönen gearbeitet. Das gleiche mache ich halt jetzt auch am Mund und am Bauch.
einmal hier unten unter der Nase nass machen. Da ist es ja noch dunkler als oben. Da reicht, glaube ich, der dunkelste Grauton, wenn wir den auftragen und den schnell verblenden, bevor er ins Papier einzieht. Und wenn ich dann sage, das ist mir noch zu hell, gehe ich bei so kleinen Flächen natürlich immer gerne von der Palette aus rein und bringe mir einfach noch ein bisschen mehr Farbe auf. So. Und das gleiche mache ich jetzt mit dem Bauch. Da bringe ich mir die Farbe auf und gehe einfach mit dem Warm Grey 3 rein. Mache mir da so ein bisschen was drauf. Wo ich zu viel Farbe habe, versuche ich mit einem trockenen Pinsel wieder was aufzusaugen. So. Und dann mache ich die Schattierung einfach oben drüber und gehe dafür in die Palette, nehme mir da ein bisschen Farbe auf und bringe das hier unten an dem Körper an, wo es ein bisschen dunkler ist, und hier auch um den Schal rum. Und die Füße lasse ich wie bei dem Häschen einfach mit der ersten Schicht ein bisschen heller. So. Beim Schwanz kann ich auch die dünnen mit dem Stift ausmalen. Die sind ziemlich dunkel dann. Aber so ist das ja bei Waschbären. Da habe ich jetzt das dunkelste Grau ausgewählt und nehme mir dann von dem Warm Grey 2, also dem mittleren Grauton, ein bisschen was auf die Palette. Oh, da kann ich besser den kleinen Pinsel von nehmen. Und gehe eben damit in die anderen Bereiche von dem Schwanz und färbe mir die ein. Also das müsst ihr halt ausprobieren für eure Bilder, die ihr kolorieren wollt. Wie dunkel muss es wo sein? Wenn ich es hier noch am unteren Teil des Schwanzes ein bisschen dunkler haben will, gehe ich einfach nochmal mit ein bisschen mehr Farbe drüber. So, das reicht mir schon. Und dann um die Augen rum ist ein Waschbär ja relativ hellgrau. Dann mache ich mir das halt auch einmal nass hier. Und gehe dann einfach mit dem Warm Grey 1, also mit dem hellsten Grauton, erstmal rein. Ihr seht, da wird es halt echt sehr hell. Und verblende mir das schnellstmöglich, bevor das Grau ins Papier reinzieht. So. Dann noch ein bisschen von dem übrigen Pale Pink für die Öhrchen und den Schal mache ich genauso wie bei dem Fuchs mit Grüntönen diesmal. Dafür nehme ich hier noch Olive Green und Grass, schon richtig knalliges Grün, und mache mir den Pinsel ziemlich sauber, gehe in die Farbe rein und male mir die einzelnen Streifen von dem Schal eben an. Dadurch, dass ich halt trocken da reingehe, auch ziemlich eine gesättigte Farbe, die ziemlich unverdünnt ist. Mit dem dunklen Grün gehe ich nochmal in die anderen Streifen rein. Und dann haben wir alle Tierchen fertig. Also, wie gesagt, ihr könnt es mit einer Farbe machen, indem ihr unten einfach mehr ansetzt und nach oben hin auslaufen lasst. Ihr könnt zwei Farben benutzen. Unten die dunklere, oben die hellere. Hier habe ich auch mit einer Farbe fast nur gearbeitet. Da habe ich mit zwei Farben gearbeitet, die ich ineinander gelaufen lassen habe. Und bei den Grautönen müsst ihr eben ein bisschen aufpassen, weil die sich sehr schlecht verblenden lassen. Da würde ich eben auch mit mehreren Farbabstufungen arbeiten. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele Grauabstufungen in dieser Megabox, habe ich jetzt mal so mir gedacht. Genau, und wenn ihr halt satte Farbe haben wollt, wie hier bei dem Fuchs, geht mit ganz, ganz wenig Wasser am Pinsel in die Farbe rein.
Und tragt euch die einfach auf kleinen Flächen. Natürlich könnt ihr auf anderen Flächen auch, wie jetzt hier zum Beispiel bei der Nase, die ich vergessen habe, direkt mit den Stiften arbeiten und die Bereiche eben ausmalen. Aber bei so ganz feinen kleinen Bereichen finde ich es schöner, mit dem kleinen Pinsel zu arbeiten. Ist für mich handlich, aber ist auch Geschmackssache wieder. Probiert's mal aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auch gerne ein Abo. Und das, was ich benutzt habe, das verlinke ich euch natürlich wie immer unten. Ja, und wer Fragen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder irgendwie auch das selber mal ausprobiert und noch eine schöne andere Variante weiß, wie man mit den Karin Marcos kolorieren kann. Gerne unten in die Kommentare. Ich möchte mich natürlich mit euch da auch austauschen und euch hier nicht einfach nur volllabern. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut, und sage erstmal ciao, bis zum nächsten Mal.